Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Kopf. Ja, heute geht es weiter mit Düngen, mit Kalium. Kalium für unsere Felder. Das hat ja noch massiv gefehlt und das gehen wir jetzt rauf. Feld Nummer 3 ist, glaube ich, gleich fertig. Dann gehen wir rüber auf Feld Nummer 4 und da haben wir bisher noch nicht viel gebraucht. Mal gucken, ich habe ja nach diesen Angabe von der Menge her mal pauschal ausgewählt, geschätzt, was noch fehlt. Weil das soll ja auch nicht so viel sein. Ne? Wenn es zu viel sein sollte, ist es ungünstig. Ist zu wenig, muss ich halt nachher irgendwann mal zwischendurch zwischen den Aufnahmen nochmal nacharbeiten. So, das wäre das Feld, erste Feld. Dann beenden wir den. Stehen wir an. Weil das ist. Der wird mir zu oft lenken. So. Das gucken wir ganz kurz nach. Das wir schließen. Weiter sagt, ne, im Besitz. Feld 4 war das Feld 4. Okay. Kalium war genau richtig. Die 100 Kilogramm. Jetzt haben wir insgesamt 209 drauf. Perfekt. Also an der Grenze. Und jetzt gucken wir mal auf Feld 3. Da haben wir jetzt 137 drauf. Die 120 lassen wir jetzt so. Dann sind wir da auch im optimalen Bereich. Jetzt habe ich ungefähr in den Zahlen, wie viel Zeit kommen könnte. Ne? Also im Grunde hier die Gesamtmenge im Prinzip. Und dann kommt das ungefähr noch hinzu. Also Kalium will 160 Kilogramm haben bei Sommerweizen. Und wir haben jetzt 37, oder? Lassen wir so drinne. Von der Einstellung her geht es rüber zum Nachbarfeld. Da müssen wir nochmal einstellen, unsere GPS-Uhr in Richtung ändern und die Breite kann bleiben. Wir müssen nur die verschieben, ne, dass wir das optimal nutzen können. Jetzt haben wir hier ein bisschen vertricksen nicht. Hier haben wir jetzt hier die Spur, die gelbe zum Beispiel. Ne, das machen wir wie die alten Spuren. Das ist uns mal wieder eine extra Spur reinmachen, so wie da, ist immer ungünstig, ne, auf Dauer. Ich kann ja da mal. Da muss ich zum Schluss arbeiten. Ich muss oben anfangen. Weil da 12 Meter zurückgehen, da bin ich zu viel drin. Ne? Haben wir jetzt, dann haben wir die Düngen geschafft. Also erst Feld jedenfalls. Und das zweite mache ich dann auch fertig, komplett. Und dann geht es zur nächsten Aufnahmesession Richtung. Ja. Hier kann man grob einschätzen. Also grob, da wo die Spuren sind. Und da gehen wir hin und dann stellen wir entsprechend unser System für GPS ein. Eingestellt, hingestellt kann man sagen. Bremse. Dann gehen wir aber hierbei und machen mal grob die Richtung, dass wir parallel zur Spur gehen. Das können wir eh noch justieren und dann verschieben wir das Ganze nach links, so dass der gelbe Strich genau in der Mitte der Spur ist vom Fahren halt, ne? Vom vorigen Düngen. Und wir müssen ganz links sehen, dass wir da auch den Bereich abdecken. Ne? Hier ein bisschen mehr als zu wenig. In dem Fall ist es mehr besser, weil wenn was fehlt, ist ungünstig. Man sieht es ja, ist teilweise nicht gut gewachsen. Hier nochmal ganz kurz um 1 Grad ändern. Ja, so ist gut. Wie gesagt, da muss es auch entsprechend gedüngt sein und deswegen ist es gut. Machen wir mal leicht noch, ne? Dann düngen wir mal leicht. Unser pinker Dünger, ne? Halten wir an. Das fällt in eine andere Richtung, ne? Das ist ja noch nicht gewollt. Erstens gibt es auch mal diese Spurversätze hier, also
GPS an sich eine gute Erfindung. Ist auch eigentlich mit Militär gedacht gewesen. Ne? Das war einzig nur für Accessoire Game. Ne? Aber mittlerweile gibt es noch andere Systeme. Die Russen haben ihr eigenes, die Chinesen glaube ich haben auch ein eigenes. Ja, den Prowling haben wir halt nicht, ne? Der schaltet die einfach nur aus. Ne? Und für militärische Sachen ist halt das eigene dann zuverlässiger. Ja, das erste Feld haben wir dann schon mal fertig, dann das zweite Feld. Und wir müssen gucken, dass wir ein bisschen mehr länger düngen. Denn die Ränder sind immer ganz schlecht gemacht. Also. Mega länger. Oh, aber mega nicht. Mega nicht. Also mit dem Fahrzeug rauffahren ist immer schlecht, weil, naja, die Bodenpressung ist ja dann da, ne? Das ist ja immer nicht günstig. Verdichtung, ja, und so, ne? Dann können die Wurzeln auf den Boden nicht durchdringen, wenn das zu festgefahren ist. Schnell. Zu schnell ist auch nicht gut, da kommen wir nicht in die Kurve rum. So, wir sind bei 10 km/h, darf gerne ein bisschen mehr sein. Und die 20 ist schon gut. So, schöner Modus wieder ausschalten. Mal rückwärts, ne? Das GPS mit der automatischen Lenkung ist manchmal richtig. Muss man eine Taste vorher ausschalten können. So. Das gibt es vielleicht auch eine. So. D. D. Jo, erdüngt. Das werden wir im Hof wieder einlagern. Hier war noch einen zweiten Platz frei. Wahrscheinlich ist es auch ganz gut zu sehen, dass wir Kalium damit bekommen. Vielleicht einen Dünger wählen, wo ein bisschen mehr Kalium drin ist. Ne? Den Stickstoff könnten wir eigentlich durch Gärreste hinkriegen, ne? Anfangs. Immer noch einen Zahn zu. Will er nicht. Ja, bin ja gespannt, ob wir noch größere Düngerfahrzeuge kriegen. Und selbst verspritzen, naja gut. Ist ja gut, das sind Fahrzeuge, die müssen mal kreiert werden. Ne? Ich weiß ja auch nicht genau, wie groß das Team von den Entwicklern ist. Das muss ja auch alles erstmal gemacht werden, ne? Das weiß ich nicht, was ist. Oh, ja, dieser Bereich habe ich oft zu wenig gemacht. Zwar hatte ich da bei der Aussaat. Hatte ich schon mehrfach erwähnt, einfach dünn vergessen gehabt und dann ja da rausgekommen, ne? Dass das Stückchen halt nicht reif wird, ne? Aber im Nachbarfeld ist es ähnlich, da ist es genau gewöhnt. Da muss ich mal sehen, dass ich da beim nächsten Mal genauer arbeiten, ne? Ja, bei Feld 4 oder so, weiß ich gar nicht jetzt. Oder 3. Ist doch größer, ne? Doppelter halt, ne? Aber es reicht trotzdem aus. Ja,
Ich habe noch Sommerzeit bei mir, 2:45. Ich stelle auch nicht mehr um, das ist mir zu blöd. Ist ja ein paar Wochen, ist ja wieder in die andere Richtung. So, eine Kurve, also wieder zurückfahren. Dann habe ich geboostert, dann will. So. So. Dann dünken wir wieder, ne? Das battelt nicht schnell. Aber wir wollen auch vorankommen, ne? Aber er passt sich an dem den Geschwindigkeit. Kann ich mal Tempo rausnehmen? So, jetzt müssen wir noch den Rest düngen, also die Spitze. Da bin ich jetzt mal ein bisschen sehr bequem. So auch wieder nicht. Und zwar gibt's doch gar nicht. Da düngen wir unseren Natur. Vielleicht düngt er auch entsprechend nur den Bereich. Da geht nichts raus, ne? 144. 3, 5. Ne, da kommt nichts raus. Also er nimmt nichts. Aber wenn die auf dem Grund und Boden sind, dann müssen wir noch mal extra machen. Dann müssen wir die Arbeitsbreite ändern. Erstmal mal hier den ausschalten. Die Spur können wir ja lassen, dann wissen wir, wo es ist. Dann Arbeitsbreite. Also hier oben. Nur mit der Maus und gucken und suchen, dass er sich aktiviert. Ne? Also runter auf 12 Meter. Das Spiel soll ja auch nicht raus, das ist ein ganzes Problem. So. Sie aktivieren. Der Automatikfahrer ist ja aus. Und da hat das kein Problem gehen. Ich will den Streich nochmal machen hier. So. Jetzt düngt er auch was. Da fahren wir ruhig bis oben hoch, am Rand fliegt immer irgendwas. Wenn wir die Ränder noch ein bisschen nachgeben, gibt es ja auch nichts. Obwohl, ist auch Blödsinn, weil... So, da gucken wir kurz rein in die Tabelle. Bremse. Tabelle im Besitz, Feld Nummer 3. Ja, das passt, habe ich mal geguckt. Feld Nummer 4 ist auch perfekt. Bei Stichstoff, das können wir jetzt mal nachlesen ein bisschen. Dann haben wir die 209. Insgesamt drauf. Ein bisschen ist, naja, den Bereich. Und da ist da ein bisschen was zu viel und zu wenig, keine Ahnung. Hier zwei Streifen, naja gut. Gut, haben wir nicht gesehen. Wir fahren jetzt im Hof. Und zwar. Das machen wir vorher aus. Und geht Richtung Hof. Jetzt können wir die Karte auch erkennen. Na gut. Nur mit dem Problem, ne? Also den Rest können wir einlagern. Und. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge nach 10 Tagen an, wie unser Getreide gewachsen ist. Beziehungsweise, wir können ja hier mal... Na, das ist ungünstig. Das ist, Düngereinheit werden wir da lassen und dann werden wir dort groß entsprechend, hinfahren. So, wir fahren mal zurück zum Hof. Aber ich sage euch schon mal Tschüss und Ciao. Und ich hole euch dann ab. Zur nächsten Folge. Dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss und Ciao. Und den Winkel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.